So, wir sind zurück an unserem Tisch. Wir sind zurück in deinem Kellerstudio. Ja. Was ganz angenehm ist, weil es draußen so ein bisschen warm und schwül ist. Finde ich ganz schön. Das ist heute eingerichtet für uns. Wechselhaft. Das könnte auch jeden Moment anfangen. Wir könnten eine ganze Folge machen, wo wir so ganz deutsch über Wetter meckern. Machen wir aber nicht. Nee, das machen wir heute noch nicht. Nächstes Mal vielleicht. Du hast ein cooles Hemd an. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, wir sind im Court Club heute, unabgesprochen. Ich weiß nicht genau, warum das passiert ist, aber es war ein Versehen. Das ist einfach Geschmack. Wahrscheinlich. Gefällt mir sehr gut, dein Hemd, muss ich auch sagen. Danke. Passt sehr, auch sehr gut hier rein. Es gibt so ein paar Farbkonzepte, die zum Raum passen, für alle, die zugucken. Ja. Aber das. Achso, übrigens, ne, was ich auch nochmal erwähne, das letzte Video war ein bisschen soundmäßig problematisch. Ich habe ein bisschen rumgebastelt am Sound. Also für alle, die da im Auto saßen und nichts hören konnten, ich versuche das auf jeden Fall ein bisschen besser hinzukriegen. Es war komisch, es ging irgendwie nicht. Ich habe gemacht, geschoben. Da war so ein bisschen Phasenverschiebungs-Action, ne? Verschoben. Ich habe das Video nicht auf den Ton bekommen. Profi halt, ja. Da sind wir schon fast beim Thema des heutigen Podcasts. Aber wir wollen ja erstmal nochmal gucken, was haben wir denn gemacht eigentlich? Ja, wir wollen mal zurückblicken. Das wollen wir uns ein bisschen angewöhnen. Weil, wir steigen immer so schnell ein. Ne? Also irgendwann darf ja auch mal so ein bisschen, ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen gucken, was. Wann haben wir den letzten Podcast gemacht? Wir waren in Gronau, haben den Chris Nemeth gehabt. Da haben wir mit Gregor gespielt und danach, das ist jetzt so knapp 2 Wochen her schon wieder. Ne? Ja, es ist viel Zeit vergangen. Du hast total viel gemacht. Wo warst du? Boah, jetzt muss ich kurz, echt, das ist wirklich, die letzten 2 Wochen sind wahnsinnig busy gewesen bei mir. Ich bin direkt von der Gregorrutsche wieder zurückgefahren, wo ich auch herkam, nämlich nach Fulda zu Spotlight Musicals. Ah, okay. Wo wir ein Musical neu produziert haben. Da gab es eine schöne Besetzung, Gitarre, Bass, Schlagzeug, 4 Streicher, 3 Bläser, Piano. Und natürlich Gesang und so weiter. Und da wurden quasi, die haben sich wirklich die Mühe gemacht. Das ist ein sehr cooles Team rund um den Komponisten Dennis Martin, die sehr erfolgreich Musicals produzieren, seit langer Zeit schon. Und dort auch spielen, aber keine Möglichkeit haben, das live umzusetzen mit großer Band. Das machen die nur so an ausgewählten Open-Air-Situationen. Aber die eigentliche Spielzeit und so weiter, das sind dann immer vorproduzierte Dinge, und dann waren wir aber tatsächlich 2 Wochen am Stück im Studio und haben da quasi diese ganzen extra dafür geschriebenen Musical-Werke eingespielt, recorded, häufig mit Dirigat, dann aber auch ein paar Overdubs gemacht, also je nachdem wie, aber es war relativ komplex, also für mich war es relativ komplex, weil ich da wirklich meine gesamte Holzbatterie an Instrumenten, man sagt so schön Multi-Read Player. Also Barisax, Tenorsax, Altsax, Sopransax, B-Klarinette, Bassklarinette, Altflöte, C-Flöte, also Querflöte, Tin Whistles, Duduk. Wow. Irgendwas noch anders. Ich habe irgendwas noch vergessen wahrscheinlich, aber also ziemlich krass. Pauke. Ja, naja, das war auch, hat auch stattgefunden, tatsächlich. Der Stefan Emich hat da Schlagzeug gemacht und Percussion gespielt und auch so verschiedene Overdub-Geschichten. Das geht ja auch so manchmal in die Richtung. Musical-Musik ist ja, kann man sich über einen Kamm scheren, aber häufig hat das ja was Orchestrales so und mit Streichern und auch da. Genau, das habe ich gemacht, das war dann vorbei. Das war ein Recording, also kein Musical-Spiel, sondern mit Aufnahme. Genau, das war im Studio quasi das Recording der geschriebenen Werke. Das war alles ausnotiert vorher? Genau, alles komplett ausnotiert und dann geht man so drüber und guckt, wie kann man das an der Stelle machen, gibt es noch irgendwelche kleine Änderungen und so. Ja. Cool. Relativ kompakt, schnell musste man sein, aber trotzdem waren es dann im Grunde 12 Tage oder so, wo wir das gemeinsam alle gemacht haben. Ja. Das war eine coole Herausforderung, so ein langer Studio-Dings und auch abliefern, da sind wir auch beim heutigen Thema gleich wieder, können wir nochmal darauf zurückkommen. Und dann bin ich direkt nach Luxemburg, stimmt ja gar nicht, nach Belgien gefahren, um mit Milo dort Bläser für die neue Platte zu recorden. Also für Milo hat eine neue Platte am Start oder wird demnächst eine neue Platte am Start haben. Ja. Und die wurde ganz retro auch im Studio produziert mit vielen Menschen gleichzeitig und auch lange. Also die Band war auch 2 Wochen im Studio. Und ich war ein paar Tage vorher schon da, um so ein paar Sachen mal auszuprobieren. Und dann
sind wir jetzt dann nur für 2 Tage mit 3 Bläsern quasi gekommen und haben recorded mit dem Uli Röser, der auch bei Udo Lindenberg spielt, und der Menzel Mutzke, der Bruder von Max Mutzke, der ist ja auch Trompeter, Flügelhorn-Player, guter Spieler auch. Und da haben wir zu dritt meine Arrangements quasi für die Milo-Platte eingespielt. Aber du hast zuerst eine Skizze gemacht? Genau, ich war vorher 2 Wochen oder einen Monat, so glaube ich, noch länger, 6 Wochen davor waren wir schon mal dort in dem Studio, und dann wurden die Songs einfach mal einmal angespielt. Und man hat so versucht zu erspüren, an welchen Stellen passen denn da jetzt Bläser hin oder was für ein Beat könnte es sein, welche Gitarre wird genommen, dass man erstmal so eine Pre-Production macht. Und auf Basis dieser Vorproduktion habe ich dann für so 12, 14 Songs Bläser-Arrangements geschrieben, mal ins Blaue hinein. Dann ist die Band ins Studio gegangen, hat quasi aufgenommen, da haben sich die Songs natürlich auch nochmal verändert. Ja. Dann habe ich ein Update bekommen, guck mal, die klingen jetzt so, die Songs. Ah, schade. Muss viele Sachen wieder ändern, aber also nicht schade, weil sie scheiße klingen, sondern weil sich einfach viel Arbeit geändert hat, weil man dann nochmal was verändern musste. Oder, und dann ist es ja dann doch so, wenn man dann im Studio ist, es klingt immer alles noch anders. Man hat viele kreative, interessante Köpfe, die mitwirken, und dann verändern sich die Dinge im Studio noch. Das war das. Und dann waren kleine Gigs hier und da. Jetzt war Pfingstwochenende. Wir haben einen kleinen Hund bekommen, das war auch noch da. Also es war irgendwie Vollgas. Ich gehe komplett durch, gerade bei mir. Ja. Genau. Und du? Was hast du gemacht? Ähnlich. Also wir sind aus Kronau, aus dem Hotel raus, und dann ging's so voll. Genau so weiter, ja. Ging's einfach so los. Und ich hatte das schon lange nicht mehr, also dass ich jetzt irgendwie so um jede Stunde so irgendwie so noch irgendwo eine Stunde rauskramen muss. Ja, ging mir genauso. Echt krass. Also echt verrückt. Ich war in Berlin mit Tim Bensko, mit dem spiele ich dieses Jahr ein paar Konzerte. Vereinzelte Konzerte, jetzt am Sonntag in Braunschweig und so weiter. Dann dem hat wohl gefallen, was du bei Sing Mein Song gemacht hast, was? Ja, dem Mann, der fand die Gitarren generell gut da, ne? Dem hat es sehr gut gefallen, und der war ja lang unterwegs, nur in so einem Synthi-Kontext, ohne Gitarren, komplett ohne Gitarren. Krass. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber es war so natürlich mal eine Idee, ne? Aber jetzt hat er wieder verstanden. Nee, also er hat natürlich jetzt, fand das natürlich super, irgendwie auch, was wir da so gestrickt haben zusammen als Band, und hat wieder Bock auf Gitarren. Das war ja auch eine coole Zusammenarbeit mit ihm, muss ich sagen. Absolut, und er hat da mit uns, glaube ich, auch super viel Spaß gehabt, wie mit seinen Songs oder seinen Versionen und so, und es hat sich jetzt schön ergeben natürlich, und ich freue mich natürlich super drauf. Und wir haben wirklich schön geprobt in Berlin, auf dem RAW-Gelände, das ist total krass, warst du da schon mal? Nee. Das RAW-Gelände ist wie so ein riesen Festgelände, Volksfestgelände. Also es ist, glaube ich, ein altes Industriegelände, wo sehr viele also nicht Ruinen, aber alte Industriegebäude stehen, die teilweise renoviert wurden, wo dann Clubs drin sind. Es ist eine Brauerei drin auf dem Gelände. Es sind ganz viele so Läden, wo man essen kann und so. Unter anderem ist da auch ein Gebäude, wo Musik gemacht wird. Da sind ganz viele Proberäume drin, die man mieten kann. Da muss man dann so, also ist richtig abgesichert, auch Safe Space. Und da kann man dann auch rein. Ist ein kleines Musikgeschäft vorne drin, wo man dann eine Gitarre auch mal ausleihen kann. Die sind da auch irgendwie, haben Saiten und alles Mögliche, was man so braucht. Und es ist so wie so ein Café. Du kannst da sitzen, Kaffee trinken, kannst deinen Proberaum mieten. Also es war ein schönes Wochenende. 2 Tage haben wir da wirklich Highspeed-mäßig das Zeug durchgeprobt. Mit der Band, und ich habe die alle mal kennengelernt, und genau, jetzt gehen wir mal so in die Live-Gigs rein und schauen mal, was so. Und das geht passiert. Jetzt am Wochenende los bei dir, ne? Genau, es ist der erste Gig, und ich bereite mich gerade auf das Programm vor, habe viele Gitarrenstimmen da jetzt mal so ein bisschen geschrieben, weil es gibt ja dann auch Situationen, wo dann jemand anderes spielen muss, in dem Fall der Ulle, ne? Wir spielen da beide ein bisschen. Ihr teilt euch das sozusagen? Genau, ich mache ein bisschen mehr, er macht so die Sachen, die ich nicht kann, aber im Grunde genommen teilen wir es uns ein bisschen so gut, wie es geht. Also Fis-Moll macht er. Also die Kreuztonarten macht, Kreuzakkorde ne? macht er, und ich mache die B mit B dran. Nee, also das ist so ein bisschen so Abwechslung für uns beide. Schauen wir mal, wie so alles für uns kommt. Du hast es so aufgeschrieben, dass er das quasi übernehmen kann. Ich habe alle Stimmen notiert, weil ich musste jetzt auch ein paar Sachen erfinden. Ne? Also es sind ja viele Songs aus seinem Album,
wo gar keine Gitarre dabei war. Das heißt, da musste ich jetzt einfach was erfinden. Und die habe ich halt jetzt so im Prinzip schon mal vorbereitet bei mir im Studio, habe Sachen aufgenommen, habe die dann dem Musical Director, dem Sascha Hünnermund, geschickt. Und der hat dann ein bisschen mit mir zusammen da sich orientiert, was gut ist, was funktioniert, was nicht. Weil ich wusste auch gar nicht, was die mögen, ne? Ob das rockig sein soll. Ob das war in der Probe nicht möglich oder ist es nicht vorgesehen, zeitmäßig? Ja, das war ja vor der Probe. Ja. Und mit diesen Ideen, da haben wir so online kommuniziert und dann bin ich mit diesen Ideen und mit meinen ganzen Noten nach Berlin und habe da alles nochmal mit denen geprobt. Okay, verstehe. Und dann konnte man nochmal sagen, ja, da lassen wir mal ein bisschen was weg, da machen wir mehr, da spielen wir ein bisschen mehr und so weiter. Ne? Da mal ein bisschen höher spielen, das Voicing da mal tiefer und so weiter. Okay. Und das war jetzt recht viel Arbeit, weil natürlich keine Vorgabe da war. Ne? Wenn du jetzt in eine Band einsteigst und da sind Gitarrenspuren schon da und dann musst du die raushören, ist es einfach nur... Ne? Aber da musste man wirklich ganz seltener überlegen. Moment eigentlich, muss man sagen. Ne? Also, dass eine Gitarre bisher nicht vorgesehen ist, nicht stattgefunden hat, ist total selten. Es ist sehr selten, ja. Ich habe das als Bläser habe ich ständig, weil es ist immer so, ey, geil, wir wollen Bläser haben, mach mal. Ja. Aber als Gitarrist ist eigentlich immer schon was vorgegeben meistens. Meistens. Und man kennt es ja auch so von, ich bereite mich mal auf ein Coverprogramm vor. Ja. Da schreibt man sich natürlich genau raus, was zu spielen ist oder übt das. Und dann spielt man das irgendwie nach. Also natürlich, also ich bin so ein Typ, ich spiele das sehr im eigenen Style dann, weil ich mag das nicht, wenn ich jetzt den Gitarristen imitieren muss dafür, ne, da habe ich keinen Bock. Und oft ist es ja auch gerade verlangt, dass man ein bisschen freier spielt, so bei vielen Acts, ne, und ein bisschen seinen eigenen Stil mit reinbringt. Ja, aber cool, das klingt doch nach einer durchaus kreativen Aufgabe. Auf jeden Fall. Im engen Poprahmen wahrscheinlich. Es ist ja total Popmusik. Es ist Popmusik, genau, aber sehr stilistisch, sehr breit. Es ist mal rockig, dann mal ein bisschen soulig. Mhm. Und dann kommen halt auch mal Sachen, die sind sehr deep, so mit Synthi-Tracks, fast schon düster, weil die das ja jetzt in der letzten Zeit sehr auf Synthis ausarrangiert haben. Alles spannend. Also auf jeden Fall alles dabei. So. Genau. Also da warst du also auch nicht untätig? Nee, überhaupt nicht. Da haben wir noch hier einiges zusammen und so das Übliche, ne, bisschen die YouTube-Sachen, die ich immer so mache. Und man merkt schon, dann ist die Woche so voll. Ja. Also das ist schon, war jetzt wirklich viel Zeug. Ja. So. Ich habe diesmal, weil so viel los war, vergessen, meine Buchhaltung zu machen. Ja. Und da hat irgendwann kam eine E-Mail vom Steuerberater. Ja. Hallo? Also beziehungsweise, ne? Also kleine Hallo. Erinnerung. Ich so, ach klar, Mist, habe ich total vergessen. Das ist lange nicht passiert. Du machst das so quartalsweise. Ja, für mich mache ich das quartalsweise und für die Flip-Hat-Firma mache ich das monatlich, beziehungsweise jetzt auch quartalsweise hin und her, aber normalerweise war das immer ganz klar, bam, Kalender mache ich, dauert einen Tag. Hast du dir wohl einen kleinen Fehler erlaubt? Darf ich mir wohl einen kleinen Fehler? So, und jetzt haben wir schon mehrfach darauf angespielt, jetzt sind wir beim heutigen Thema, wir sind nämlich in Folge 25 von Axel MV, wir und Musikwelt und haben uns überlegt, du hast dir überlegt vielmehr, und jetzt haben wir aber beide gesagt, das machen wir. Ja. Weil uns das natürlich beide betrifft. Dich mehr als mich, glaube ich. Ja, viel mehr. Das Thema ist nämlich amtlich abliefern, Doppelpunkt, sind Fehler als Profimusiker erlaubt? Fragezeichen. Guter Titel, den hast du dir gerade überlegt. Genau, gut. Und wenn wir Profimusiker sagen, meinen wir natürlich auch Profimusikerinnen. Absolut. Die machen ja auch Fehler, so viel sei gesagt. Jeder. Und was wir damit meinen ist, zum Beispiel auch das, was du jetzt gerade erzählt hast, du oder was ich vorhin auch erzählt habe, man ist im Studio, macht natürlich ein paar Fehler. Du bereitest jetzt ein komplett neues Programm vor. Da wird es auch den einen oder anderen Fehler geben. Und die Frage ist einfach, wie geht man damit um? Wie vermeidet man das? Wie kann man das überhaupt im Studioalltag, im Live-Alltag? Also wir meinen mit Fehler natürlich falsche Töne oder falsche Akkorde oder was auch immer ein Fehler oder ist. Oder auch vielleicht einen falschen Sound gedrückt irgendwie oder was ein Fehler ist letztendlich. Ja. Also wir meinen jetzt nicht zu spät kommen oder sowas, sondern eher so beim Musik machen, musikalische Fehler sozusagen. Genau, ja. Da würde ich jetzt mal überlegen, wie fangen wir überhaupt an mit dem Thema? Wir haben uns nur so eine kleine Liste aufgeschrieben. Ja. Einfach mal, jetzt was mir als allererstes einfällt, als ich angefangen habe, Musik in Unterricht zu bekommen, Blockflöte oder Klarinette damals, so musikschulmäßig. Ja. Und das kann wahrscheinlich jeder, der ein Instrument spielt, nachvollziehen. Es gibt den Punkt, du lernst das Ding und du kannst noch keine Tonart so richtig und du kannst irgendwie technisch noch nichts richtig. Ja. Und hast aber vielleicht Noten vor dir oder hast noch nicht Noten vor dir, irgendwie eine Phrase, ein Stück oder willst irgendwas machen und merkst, ich kann das nicht.
es geht ständig alles irgendwie schief, ich spiele falsche Töne oder ich krieg's von der Koordination der Hände oder der Zunge, der Lippen nicht hin. Ja. Und das allererste, was natürlich dann alle Lehrer immer sagen, langsam üben, um die Fehler zu lokalisieren und sie zu vermeiden. Also wenn zum Beispiel dieser übliche Spruch bei einem Musiklehrer Fis, wenn der oder die Schülerin da in F statt in Fis gespielt hat, immer an der gleichen Stelle, muss man nicht das ganze Stück von oben bis unten spielen, sondern überlegt man sich ja ein Prozedere, wie kann ich das jetzt vermeiden? Ja. Und der erste Punkt für mich, das ist, hat sich seit Anfang an bis heute zieht sich das wie ein roter Faden durch meine Übe- oder Vorbereitungsgeschichten, ist überhaupt mal zu lokalisieren, was mache ich für Fehler und warum mache ich diesen einen Fehler an der Stelle. Ja. Und das sind häufig, und da gibt es verschiedene Gründe, die können wir gleich mal durchgehen, wir haben so eine Liste. Ja. In meinem Fall, wenn ich zum Beispiel jetzt mal an die Studiovorbereitungen denke, sind es häufig einfach technische Probleme. Ja. Damit meine ich jetzt nicht Aufnahmetechnik, Mikrofontechnik, sondern spielerische Technik, also Fingerfertigkeit. Das hat was mit Tonarten zu tun, das hat was mit Tempo zu tun, mit, wenn ich Noten bekomme, die ich noch nie gespielt habe und da stehen krasse Läufe drin, in krassen Lagen. Jetzt Flöte muss ich noch nicht so in Lagen spielen, in denen ich sehr selten unterwegs bin, als ich sag mal, nicht professionell hauptausgebildeter Flötist. Müsste ich da mich in einem sehr, sehr krassen hohen Bereich bewegen. Okay, das war, dann weiß ich das, dann muss ich das vorbereiten. Und dann muss ich das, habe ich das für mich lokalisiert. Das ist eine Problemstelle. Diese zwei Takte sind, die werde ich nicht einfach in Tempo, im vorgegebenen Tempo von 140, werde ich die nicht spielen können. Die musst du ein paar Mal das weiß ich einfach. Das weiß ich vor, ich sehe es schon. Ich, einmal angehupt, oh, Fehler, zack, okay, stopp. Ja. Analyse, warum mache ich diesen Fehler gerade? Ja. Und da konnte ich ganz eindeutig sagen, ich bin fit, ich bin ausgeschlafen, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ja, also das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, ich kann es nicht spielen, weil es zu schnell ist und weil die Lage extrem ist. Ja. Und wie kriege ich das jetzt hin, dass ich diesen Fehler ausmerze? Ist, und dann ist es einfach Fleißarbeit, langsam diese Stellen üben, langsam die Finger quasi dahin bekommen, wo sie hin sollen, oder den Luftfluss dahin bekommen in meinem Fall. Ja. Das ist eine ganz einfache Nummer. Das ist einfach eine also, das ist halt die Frage, wie lange dauert es, bis ich das dann kann? Das kann irgendwie 2 Minuten dauern, das kann aber auch mal 2 Monate dauern, wenn ich bestimmte Sachen gar nicht kann und die richtig gut schnell üben. Aber du hast es vor Ort dann entschlossen, dann das langsam zu üben, oder war das in der Vorbereitung? Ach. In dem Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel über diese Musical-Geschichte reden, da war es so, da kamen die Noten teilweise erst am Tag selbst. Also man sitzt im Studio und es wurde noch arrangiert, während wir eine andere Nummer recorded haben und dann war in der Dropbox das nächste File drin. Und dann siehst du, oh okay, alles klar. So, und dann guckst du auf die Uhr und merkst, oh, ich habe jetzt quasi die Streicher recorden gerade und jetzt habe ich eine Viertelstunde Zeit, um das Ding einzunageln. Da kommt ja ein ganz starker psychologischer Effekt dazu, ne? Ja, Stress. Nämlich Stress. Ja. Unter Stress was Schweres lernen, so dass du dich dann auf die Sache konzentrieren kannst und dein Gehirn oder dieser Typ, der auf deiner Schulter sitzt, nicht die ganze Zeit sagst, du schaffst das nicht. Ja, genau. So, aber da muss ich sagen, das, was mir persönlich da hilft, ist einfach natürlich ein gewisser Realismus, den ich mir über die Jahre angeeignet habe, der einfach mir sagt, ja, ich bin gut, aber ich bin nicht richtig gut. Ich bin nicht, wie sagt man, ich bin nicht unfehlbar, das will ich damit sagen. Ja, ich bin ein guter Musiker, aber ich werde Fehler machen. Also du, und das sage ich mir auch und es ist auch vollkommen okay. Und du fakest es dann nicht? Nee, faken geht auch, nicht. Du bist, kannst eh nicht, ja, kannst nicht faken, weil deine Mitmusiker ja alle zu das gut ist sind. Das ist ein Thema. Faken ist natürlich ein Thema, da können wir auch gerne drüber reden. Das wird natürlich gerne in großen Besetzungen auch mal oder in einer Band. Hat auch was mit Fehlern zu tun. Auch was mit, genau. Und dann kommt man so durch, ja, kein Problem, hat keiner gemerkt, ist nicht so schlimm. Ja. Im Studio, gerade wenn du dann alleine recordest, da ist natürlich, also wenn du einen Overdub machst, da ist natürlich nichts mit Faken. So, das ist einfach vollkommen klar, ob du das kannst oder nicht. Genau. Und aber auch da hat man natürlich die Möglichkeit, mal einen Takt alleine zu spielen, wenn es irgendwie schwierig war und so weiter. Also ich lasse das zu und es ist für mich auch nicht, da fängt mein Ego jetzt nicht an, kleiner zu werden. Oder das ist so eine Sache, das hat aber auch was mit dem Arbeitsumfeld zu tun. Ich habe die Noten nicht vorher. Ich habe nur einen Teil der Noten vorher bekommen. Andere Sachen kommen jetzt irgendwie. Wenn ich jetzt weiß, ich gehe auf Tour und will was vorbereiten, langfristig, und ich habe 2 Monate vorher Zeit, dann mache ich natürlich, dann nehme ich mir die Zeit und mache das so, dass ich das kann. Ja.
Und dann schätze ich das auch selber ein. Kann ich das, werde ich das bis dahin können? Wie viel muss ich üben? Ja. Da kennt man sich selbst natürlich ja auch mittlerweile. Genau. Das sind aber einfach die, in meinen Augen, einfachsten Dinge. Nämlich das sind die Dinge, die ich gut ausmerzen kann, weil es einfach eine Vorbereitung ist. Also ich muss dann üben, ich muss es technisch umsetzen können. Ich muss vielleicht die Noten so geschrieben haben, dass ich sie gut lesen kann, oder ich muss meine Instrumente so fertig haben, so im guten Zustand haben, dass ich sie schnell gut spielen kann. Das ist ein ganz, diese Fehler kann ich für mich persönlich relativ gut ausmerzen. Das ist nur eine technische Vorbereitung. Aber weißt du, was ich jetzt total spannend finde? Wir sind jetzt schon, wenn man so drüber nachdenkt, an einem Punkt, wo ein Fehler, je nachdem, wo er passiert, mehr Gewicht oder weniger Gewicht hat, natürlich. Ne? Ja. Also wenn du zu Hause probst, ist ein Fadenfehler überhaupt kein Gewicht. Sollte er aber. Sollte er aber, meiner Meinung nach sollte er das. Ich bin jetzt wirklich kein super krass ausgecheckter Übepädagoge. Ja. Aber das ist das Einzige, was ich mir selber echt auf die Fahne schreibe, dass ich mittlerweile, ich habe früher echt viel Schwachsinn geübt. Ja. Oder schwachsinnig geübt. Ja. Mittlerweile, weil ich nicht viel Zeit habe, versuche ich wirklich konkret zu sagen, ich mach das nicht mehr. Ich fange nicht nochmal wieder von links oben an und spiele dreimal immer die gleichen Fehler, sondern ich weiß doch, dass ich werde diesen Fehler da wieder machen. Sehr gut. Und das mache ich sofort. Ja. Also das ist das, da bin ich, insofern bin ich konsequent. Aber ich das ist super spannend, weil dann hast du schon mal einen Riesenschritt. Du hast nämlich, du weißt nämlich, wie du funktionierst, ne, als lernende Person. Und ich bin ungeduldig, das ist auch ein großes Problem. Ja, klar. Geduld ist natürlich auch immer so eine Frage, aber es kann ja auch ein Vorteil sein, ungeduldig zu sein, glaube ich. Weil du natürlich sagen musst, okay, ich habe keine Lust, das noch tausendmal durchzugehen. Ja. Ja, angenommen, du bist jetzt der geduldigste Mensch der Welt und du spielst das Ding am Tag 100 Mal in aller Ruhe. Ja. Spielst die Fehler immer wieder und es macht dir nichts aus. Und es passiert gar nichts. Ja. Und wenn du aber dann mit der nötigen Aggression, sage ich mal, rangehst und dir das auch so richtig auf den Sack geht, dass du Fehler spielst immer wieder, dann wirst du auch was dagegen tun. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo man so als Typ irgendwo einen Einfluss darauf hat. Ja. Und wenn du dann, das ist nämlich, finde ich super interessant, dass du das gesagt hast, wenn du zu Hause schon den Fehler stark gewichtest und sagst, okay, stopp, ich mach jetzt schon zum dritten Mal den Fehler, du musst dich natürlich selber irgendwo beobachten oder dich selber wahrnehmen können, weil viele Leute, die üben ja permanent, spielen Fehler und merken gar nicht, dass sie an derselben Stelle vielleicht einen Fehler machen oder so. Das gibt's ja auch. Also man muss sich da auch, glaube ich, ein bisschen kennenlernen. Und das finde ich jetzt spannend, weil du gesagt hast, okay, du übst zu Hause und dann übst du ja in einem Kontext unter Druck, wo dir alle Leute auf die Finger gucken. Und da merkst du natürlich jeden Fehler doppelt. Ne? Genau. Das ist wie so ein Messer, das dir dann so in den Rücken rein. Ja, das weiß ja vielleicht jeder für sich selbst auch nochmal, dann einzuschätzen, wie man selber tickt in solchen Situationen. Das Motto, zu Hause hat es noch geklappt. So, ne? Das kennen wir als Lehrkörper, kennen wir diese Aussage von Schülern. Die kennen wir aber auch von uns selbst, dass man denkt, das war doch zu Hause alles easy. Ja. Warum kann ich das gerade nicht? Das hat dann auch was mit Monitoring zu tun. Das hat auch was mit, also in meinem Fall muss ich wirklich sagen, auf bestimmten Instrumenten hat das extrem viel mit Monitoring zu tun. Wie gut höre ich mich? Ja. Dass ich wirklich bestimmte Dinge zu Hause besser spielen kann, weil ich mich dann da sitze, du kennst den Raum und du hast das schon geübt und bist eh schon seit einer halben Stunde und dann läuft das super. Ja. Und dann kommt die Stelle in der Bühnensituation und du hast Kopfhörer drin, es ist alles anders und dann passieren Fehler, die zu Hause nicht passieren würden. Das ist ein großer Faktor für mich, als Bläser wohlgemerkt. Das ist, als Gitarrist habe ich das Problem nicht so. Das ist eher eine, das hat was mit Muscle Memory, mit Tonvorstellung zu tun, Mundstellung, Kopfhörer. Ja, also insofern, das ist schon ein Thema. Und das hat man, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge. Deswegen übe ich häufig zu Hause auch dann in der Vorbereitung mit In-Ear und mit Mikrofon. Ja, so du simulierst sozusagen eine Live-Situation so gut wie es geht. Wenn man das so sagen kann, ja genau. Aber dass ich so auch dieses, wie klinge ich denn eigentlich? Mein Instrument klingt ja anders zu Hause, als wenn ich Kopfhörer aufhabe, wenn ein Mikrofon davor steht, weil dann höre ich das Mikrofon und nicht mehr das Instrument. Ja, genau. Nicht mehr den indirekten Schall des Instruments, sondern den direkten Schall über das Mikrofon. Das kennen auch viele Gitarristen, ne? Du kennst das vielleicht auch, wenn du zu Hause dir Sounds programmierst auf irgendein Gerät. Und zu Hause fühlen die sich irgendwie gut an. Und auf der Bühne spielst du mit denselben Sounds. Denkst und du merkst, was ist denn jetzt los? Ja. Irgendwas klappt nicht. Ja. Das kommt auch mit der Zeit, glaube ich, so ein bisschen, dass man ungefähr weiß, dass man zu Hause schon einschätzen kann, wie werde ich mich auf der Bühne fühlen? Was wird kommen? Also ich kann so ein bisschen in die Zukunft gucken mit der nötigen Erfahrung. Was aber auch spannend ist, jetzt, du hast angefangen, als du angefangen hast, darüber zu erzählen jetzt,
hast du diese Situation, du bist jung und fängst gerade an mit deiner musikalischen Karriere und hast vielleicht einen Lehrer oder so. Ne? Mhm. Und das ist auch eine wichtige Komponente in der musikalischen Erziehung schon. Wie wirst du eigentlich herangeführt an das Fehlerspielen oder Nicht-Fehlerspielen? Wie ist deine Fehler oder deine Erziehung in Bezug auf Perfektionismus oder Fehler an sich, ja, mhm. weil wenn du natürlich in einem Milieu aufwächst, wo jeder Fehler natürlich belächelt wird oder ja. wo dein Selbstwertgefühl beeinflusst wird durch deine Fehler, mhm. dann wirst du in Zukunft vielleicht auch viel Angst davor haben und du wirst gehemmt. Genau, das ist auch wieder eine sehr charakterliche Frage natürlich, wie man mit sowas umgeht, mhm. aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, grundsätzlich, es gibt Bereiche, Genre auch letztendlich, in denen Fehler eine geringere Rolle spielen als also Situationen und Genres. Also wenn man mhm. zum Beispiel sagt, in der Klassik ist es relativ schwer, mit Fehlern zu leben, sage ich mal. Ja. Und im Studio, wenn man jetzt konkret was Vorgeschriebenes einspielen will, egal welche Musik das ist, da ist es auch sehr schwer, mit Fehlern zu leben. Mhm. In der improvisierten Musik oder in der freieren Musik, ob das jetzt Jazz ist oder wie auch immer, da ist es natürlich grundsätzlich mal erstmal kann man schon durchaus mal einen kleinen Fehler machen, weil man ihn dann relativ schön wieder gerade biegen kann. Ja. Dadurch kriegt es ja vielleicht auch eine Lebendigkeit. Mhm. Das Unperfekte ist ja manchmal spannend auch. Ja. Das ist immer beim Thema Perfektionismus so. Das ist auch, ja. auch so ein Ding. Ja, da hatten wir gerade drüber gesprochen, weil ich dieses Zitat von Miles Davis erwähnt habe. Ne? Es gibt keine Fehler in der Biografie. Wenn man jetzt von Miles Davis redet, ne? Denn wir reden jetzt von dieser Welt, ein Jazzmusiker ist frei in seiner Interpretation, kann Melodien oder Akkorde vielleicht auch mal anders umspielen, als sie jetzt vielleicht vorgegeben sind. Er hat viel mehr Freiheiten. Mhm. Er kann eine Melodie, also Miles Davis hat ja die Melodien, na, wenn er jetzt Amazing Grace spielen würde, er würde jetzt nicht spielen, sondern er würde es umspielen. Er würde jetzt die Melodie einfach ja, klar, so spielen, wie er Bock hat. Ne? Ja, und das ist halt die Freiheit, die er vielleicht auch ein bisschen hatte in seinem Milieu. Und wenn du jetzt einen Klassiker hast, der, ich will jetzt nicht unbedingt von Klassiker reden, aber wenn du jetzt jemanden hast, der eine Melodie jetzt zum Beispiel auch im Bläsersatz einfach eins zu eins ja, spielen muss, genau. weil jeder Ton dann auf einen anderen Ton abgestimmt genau. ist, dann ist natürlich ein Fehler viel mehr exposed als in dem anderen Fall. Ne? Absolut. Es gibt ja dann auch so diese sogenannten Angststellen. Ne? Das kommt ja wirklich auch, das kenne ich durchaus auch von Bläserkollegen, die sagen im Orchester oder wie auch immer, dass es da wirklich auch psychisch für den einen oder anderen eine Belastung ist, weil man einfach weiß, oder zum Beispiel bei Hornisten ist es so ein Thema. Ne? Ja. Horn ist ein wahnsinnig schwer zu spielendes Instrument, sehr diffizil vom Ansatz und hat dann auch meistens so sehr solistische Passagen, die dann in den orchestralen Werken ausgestellt sind. Und da musst du auch ein bestimmter Typ für sein, um mit dieser Erwartung, mit diesem Druck umgehen zu können, keine Fehler zu machen. Ja, und auch dann noch auf unter diesem Druck kreativ und inspiriert emotional abliefern zu können, sozusagen. Ja. Das ist schon spannend, das ist also wirklich auch eine Charakterfrage, das ist einfach nicht jedermanns Sache. Ja, und auch eine Frage der Experience, ne? Also der musikalischen Erfahrung, wie lange man das schon macht, vielleicht damit umzugehen, mit Druck und so. Aber jetzt sind wir sind jetzt immer noch bei so Fehlern, also ich hatte gerade das Beispiel genannt, quasi ein technischer Fehler, ja, weil ich das würde ich dann zum Beispiel, wir haben eine Liste, da steht oben als allererstes drauf fehlende Vorbereitung, Gründe fürs Fehler machen, Hauptursachen fürs Fehler machen. Ja. Das wollte ich damit sagen. Einer der Hauptgründe ist einfach eine fehlende Vorbereitung. Ich kann es nicht spielen, weil ich mich nicht gut genug vorbereitet habe. Das ist einfach mein Ding, das weiß ich und das kann ich vorbereiten, wenn ich genug Zeit habe und so weiter und so fort. Es gibt aber auch andere Gründe. Ich kann super gut vorbereitet sein und es können trotzdem Dinge passieren, die Fehler sind, die nichts damit zu tun haben, dass ich nicht gut vorbereitet bin. Ich hatte zum Beispiel dieses Jahr bei Sing Mein Song einen Moment, über den ich mich wahnsinnig geärgert habe. Da haben wir, glaube ich, auch irgendwann mal drüber gesprochen. Das ist ja so, wir sind seit Januar im Studio, haben die ganzen Songs arrangiert, haben es im Studio schon
ja, nicht das finale Ergebnis des Songs, aber sag mal, auf jeden Fall 3, 4, 5, 6 Mal gespielt und dann das finale Ding haben wir vielleicht 2, 3 Mal schon in Mannheim gespielt und dann kommen wir nach Afrika, haben das da auch schon 3, 4, 5 Mal geprobt, tagsüber geprobt und dann ist abends die Show und in der Show machen wir einen einzigen Take und diese Situation ist für mich immer, jetzt rückblickend gesehen, die krasseste Situation, die ich eigentlich im Musikerleben kenne. Mhm. Und speziell diese Situation bei Singen meinen Song ist für mich in vielerlei Hinsicht eine extrem spannende Frage und eine Fehler, wie sagt man, die, da gibt's extrem viele Fehlerursachen, die, die da aufkommen. Und zwar der Grund ist für mich der, wir haben eine Reise im Knochen. Wir sind schon irgendwie 24 Stunden gereist sozusagen. Das steckt einem noch ein bisschen in den Knochen. Dann ist Sonne am Start den ganzen Tag. Wir haben sehr lange Tage. Mhm. Damit meine ich Müdigkeit. Ja. Wir proben den ganzen Tag ewig. Wir haben schon die Dinger im Ohr, sind schon ein bisschen auch vom Gehör abgenutzt sozusagen. Ja. Und dann kommt der Moment, der total untypisch ist, nämlich, dass man sich hinhockt und die Sendung dreht und quasi 20, 30 Minuten keinen einzigen Ton spielt, kalt rumsitzt, weil das Wetter draußen abends dann frisch wird, Kopfhörer drin, du nimmst das Instrument, was in meinem Fall ja auch temperaturabhängig ist und dann geht's los, 1, 2, 3, 4, der Klick kommt und du musst sofort abliefern. Ja. Das ist eine so untypische Situation. Das ist schon mal eine Fehlerquelle in sich. Ja. Instrument ist kalt und ich bin überrascht plötzlich darüber, wie es klingt. Es hat also gar nichts mit einem Konzert zu tun, wo man so von vorne bis hinten durchspielt, wo man sich so dran gewöhnt. Und dann ist es passiert, dass ich einen Fehler gespielt habe. Es war also überhaupt nicht schlimm. Ja. Also es war nichts Wichtiges. Es ist wahrscheinlich auch niemandem aufgefallen. Ja. Aber für mich persönlich war es nervig, dass dieser Fehler passiert ist, weil ich ihn vorher 30 Mal nicht gemacht habe. Ja. Warum ist er passiert? Weil ich müde und unkonzentriert war. Ja. Eindeutig. Ich konnte es komplett darauf zurückführen, wir sind zu lange am Set. Wir werden quasi ausgelutscht von der Produktion, weil wir einfach zu lange arbeiten, weil ich müde werde. Und es ist nicht so, dass ich mich da abends zuballere mit Alk und irgendwie Halligalli mache, sondern im Gegenteil, es war relativ brav dieses Jahr bei mir. Es ist einfach so, zu wenig Schlaf, zu lange Arbeitszeiten und dann an dem wichtigsten Punkt, nämlich bei dem Take, der nachher im Idealfall im Fernsehen oder auf der CD landet, da ist ein Fehler. Also, ne? Hat wahrscheinlich keiner gehört, aber es hat mich total geärgert, dass diese Müdigkeit mir da, oder das Unkonzentriertsein wegen der Müdigkeit. Wahrscheinlich war es auch noch ein Song, der weiter hinten angesetzt war. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, aber. Ja, du bist ja eh müde. Ich meine, das geht ja wirklich in die Nacht rein und so. Das ist extrem, weil, also das Ding ist ja auch, dass du nicht nur viel Material hast, das du verarbeiten musst, sondern du hast auch viele Wartepausen, die was mit deiner Konzentration machen. Ja, klar. Und mit deinem Energiebogen. Ne? Wenn du jetzt auf die Bühne gehst und sagst, okay, du machst 2 Stunden Power, dann ist das wieder eine andere Situation. Ne? Du wirst hier immer wieder unterbrochen und musst dich irgendwie fit halten. Aber ich kenne das total. Ich meine, mir geht's ja genauso. Ne? Genau, da bin ich jetzt nicht der Einzige, der davon betroffen ist. Ich glaube, das kennen viele von uns. Grundsätzlich, es gibt sogar Momente, wo ich so im Automodus, Autopilotmodus mich manchmal entdecke, dass ich so müde bin oder so, dass man so denkt, okay, wir spielen gerade einen Song und ich habe das echt schon gehabt, dass ich so wach werde, wie im Sekundenschlaf. Und so denke, Moment, ich habe aber schon die letzten 16 Takte gespielt. War das schon die Bridge? Ja, und ich habe aber keinen Fehler gespielt, weil ich so in so einem Autopilotmodus war. Und das ist natürlich eigentlich keine coole Situation. Wobei, und damit deswegen wollte ich das auch erzählen. Das hat mich dahingehend geärgert, weil das natürlich jetzt ein Recording ist und für uns auch wichtig wegen Fernsehen und irgendwie soll ja alles cool sein und derjenige, der dann nachher zur Not mal irgendwo, wenn da eine schiefe Flöte ist, die austauscht oder so, dem die Arbeit nicht zu schwer zu machen. Aber auf Tour finde ich die Momente, wo man total übermüdet ist, gibt's ja manchmal, oder es gibt's häufig, aber es gibt ja so Tage, wo man total fit ist, man hat einen Off-Day, man hat ist ausgeruht und dann spielt man einen Gig, der ist irgendwie okay. Es gibt aber auch so Gigs, so der vierte oder der fünfte in a row sozusagen, wo ich total müde bin, wo manchmal mein Eindruck ist, dass in diesen Momenten super geile Dinge passieren und total spannender Flow der Band. Weil die Band total abgehangen ist. Alle sind so ein bisschen drüber, so, egal. Und da fragt ja keiner,
ob da Fehler gespielt wurden. Also ich meine, wenn jetzt Major-Fehler gespielt werden, wo halt irgendwie ein Song abgebrochen werden muss, das ist dann schade, ja. Aber ob du jetzt da mal einmal ganz kurz die hohe E-Seite nicht erwischt, das interessiert keinen Menschen in der Situation. Also sehr weit entfernt von dem Recording-Part, wo Perfektionismus herrscht. Deswegen, das finde ich dann total geil in Live-Situationen und deswegen vermisse ich auch Live-Spielen, wenn ich es nicht tue, so sehr, wenn ich das mal einen Monat oder zwei nicht mache, weil es da so gar nicht darum geht. Also in meinem Fall geht es sehr selten darum, dass es hundertprozentig perfekt ist, sondern es geht eigentlich in vielen Momenten nicht um Fehlerspielen, sondern um, hey, lass uns mal probieren, lass uns on the edge gehen, lass uns müde sein zulassen und auch wenn dann Fehler passieren, da redet kein Mensch drüber. So, das finde ich insofern total spannend, wenn das passiert und da denke ich dann auch gar nicht drüber nach. Es ist ganz selten, dass ich von der Bühne runterkomme und sage, oh, da habe ich jetzt aber in Takt 73 habe ich einen Fehler gespielt. Ja, ja, das ist ja auch interessant, was also ein Fehler ist ja nicht unbedingt immer auch gleich ein Fehler. Ne? Also es passiert ja zum Beispiel ganz oft, dass du auf der Bühne merkst, ah, nee, das war es jetzt nicht. Aber im Publikum ist es so, was? Wie, das war doch alles super. Also dem Publikum fallen ja viele Fehler, die für dich jetzt ein Fehler sind, gar nicht auf. Weil du halt merkst, okay, ich habe jetzt die eine Note einfach, die war jetzt nicht so richtig on time, die war jetzt nicht so auf den Punkt gespielt. Also jetzt, ich rede jetzt nicht vom Satz, sondern ich rede jetzt wie in meinem Falle vielleicht von der Melodie oder von einem Solo, ne? Wenn ich jetzt mal ein Solo improvisiere, dann ist es für mich so, okay, das Solo, das war unentspannt. Das ist für mich schon mal so, ist eigentlich schon mal sowas wie ein Fehler. Das klingt irgendwie unentspannt, weil ich zu verkrampft war oder so. Habe ich bei dir noch nie gehört, muss ich sagen. Ja, siehst du, da ist es, das, für mich ist es dann irgendwie so, nee, das klingt total verkrampft und für dich war es dann irgendwie okay. Ne? Aber es gibt wahrscheinlich verschiedene Kategorien von Fehlern, wenn man so will. Ne? Wenn jetzt jemand richtig reinlangt und einen fetten falschen Akkord an einer prominenten Stelle reinlangt. Also so, wow. Ja, da würde auch das Publikum merken. Aber ich gebe dir recht, wenn du jetzt sagst, das war jetzt unentspannt, das Solo, das fällt kaum jemandem auf. Genau. Aber, wohlgemerkt, fällt dem Publikum sehr, sehr wohl auf, wenn es so richtig geil war. Finde ich. Also ich habe schon Momente immer mal wieder, jetzt nicht nur bei mir selbst, aber da merkst du natürlich sehr deutlich, aber auch bei anderen, wenn so klare Sachen passieren, solistische Parts oder wenn der Sänger irgendwas Geiles macht, was so total outstanding ist oder ein tolles Drumfill oder irgendwie was so richtig was bewirkt, dass dann von Leuten echt ein klares Feedback kommt, dass das jetzt gerade geil war. Und zwar jetzt nicht analytisch, sondern die klatschen dann einfach oder schreien oder geben ein Feedback, wo man so denkt, oh, das war gestern nicht so an der Stelle. Das finde ich schon, man merkt ja dann schon, das Solo war jetzt mega geil bei dir und das Solo am Abend vorher war auch geil, aber ich würde nicht sagen, es war falsch, es war kein Fehler. Vielleicht ist es, hat's was damit zu tun, wie Emotion übertragen wird auf der Bühne oder sowas, weil es ist ja immer schwer zu sagen, ne, wann ein Solo jetzt wirklich gut gespielt ist oder nicht. Ja, genau. Weil, also viele Menschen, ne, das klingt jetzt nach Verallgemeinerung, aber es ist oft so, reagieren darauf, wenn etwas schnell gespielt wird und technisch, sagen wir mal so, gespielt wird, dass man sagt, das ist jetzt sauber und schnell gespielt. Das ist, du brauchst ein hohes Niveau an Technik, um das zu spielen. Ich glaube, da merken viele Menschen erstmal so, oh, das ist jetzt, glaube ich, schwer, was der da spielt. Weil er sich die Finger schnell bewegt oder so. Das ist so ein Faktor. Ohne die Leute jetzt irgendwie in ihrer Kompetenz zu untergraben oder so. Aber ich meine, das ist die große Masse, würde wahrscheinlich sowas als gut empfinden, wenn jemand schnell spielt. Es gibt aber noch ganz andere Faktoren halt, ne, die dazu führen, dass ein Solo vielleicht irgendwie gut war. Nämlich vielleicht, dass es einfach irgendwie einen guten Melodiebogen hat. Oder dass ich jeden Ton irgendwie sauber gespielt habe oder so und man nicht irgendwie komisch abrutscht oder irgendwo wegrutscht oder timingmäßig irgendwie zu weit vorn ist, sondern dass es irgendwie auch entspannt geklungen hat oder so. Also das sind ja so viele Faktoren, ne? Und da ist auch dann die Frage, ob der Künstler auf der Bühne dann ausstrahlt, yes, das Ding habe ich gut gespielt. Ja. Wenn er das ausstrahlt, gibt er das vielleicht auch ans Publikum ab. Ja, wenn er auf der Bühne ausstrahlt, so, da sind wir bei einem, da sind wir bei einem Thema. Wenn die Leute vielleicht auch sagen, so, Fehler, wenn man einen Fehler macht, das, ich meine, das ist ein bisschen für mich die Königsregel, wenn man einen Fehler macht, erstmal, wenn man selber einen Fehler macht, finde ich es total bescheuert, dann, also selbst wenn man sich darüber aufregt, selber,
Okay, kann man machen, aber das nach außen so deutlich zu zeigen, ist natürlich total bekloppt. Das ist bekloppt. Das macht einfach gar keinen Sinn, weil es ist immer noch Showbusiness und wir spielen immer noch nach außen. Und dann lachst du halt mal drüber, ne? Und genau, kommst. Genau. Und noch bekloppter ist natürlich, wenn andere Leute Fehler spielen, dass man das kommentiert oder so. Das ist ja, das ist totaler Schwachsinn. Das geht gar nicht, vor allen Dingen ist es ja auch bewirkt was ganz Blödes in einem, in einem sozialen Gefüge oder in einer energetischen Situation auf der Bühne. Genau. Das macht doch keiner eigentlich. Aber deswegen gebe ich dir vollkommen recht, wenn jemand irgendwie, selbst wenn da ein Fehler war und wenn man es gut verkauft und auch noch sagt, hey, I'm the Zampano, I play the great solo, dann sind alle happy, obwohl das Solo gar nicht so great war. Stell dir doch mal einen Typen vor, der das beschissenste Solo ever spielt auf der Bühne und dann aber so tut und die Finger hebt und einen auf wow, ich bin der Beste. Also wenn er das so verkauft. Ja, das hab ich schon häufig erlebt, muss ich sagen. Oder? Ja, ich habe viele, viele solche Momente und schon alle erlebt. So, ja, es klingt ein bisschen spicy, aber hey, es muss gut sein, findest du auch gut so, ne? Ja, es ist auch ein bisschen die Frage, wie das Publikum ist. Mhm. Also ich erzähle immer wieder eine Geschichte. Mhm. Ist vielleicht, jetzt haben wir noch nicht drüber gesprochen. Es gab mal es gibt ja immer Enjoy Jazz Festival in Mannheim und Heidelberg und Ludwigshafen. Das ist ein tolles ein geiles Jazzfestival mit vielen internationalen Dingen auch. Mhm. Und Jazzfestivals in Deutschland haben ja häufig so die Tendenz zu sagen, wir machen auch mal so Dinge, die sonst nicht stattfinden. Wir laden nicht nur Acts ein, sondern wir laden auch, also nicht bestehende Tour-Acts oder einen Künstler, sondern wir wollen auch, weil es ja Jazz ist, wir wollen ja, dass da was Modernes passiert, was Frisches passiert. Mhm. Und dann ab und zu werden auch so Supergroups zusammengebucht, so Special-Abende. Der spielt mit dem, der spielt mit dem. Mal gucken, was passiert, ist doch Jazz, so, ne? Ja. So, und ich bin damals mit einigen Kollegen, der Dominik Krämer war auch dabei, in Karlsruhe waren von Heidelberg gewesen und das war eins der fehlerreichsten Konzerte, was ich jemals gesehen habe. Und zwar haben gespielt Pharoah Sanders, Saxophonist, weltberühmter alter Vogel, auch damals schon, das ist sicherlich jetzt schon irgendwie 15 Jahre her oder 20 Jahre, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, Pharoah Sanders hat Saxophon gespielt, Will Calhoun hat Schlagzeug gespielt, das ist der Drummer von Living Color, die ich wahnsinnig geil fand oder immer noch geil finde auch, aber ein Trommler, der schon mal mit Pharoah Rock-Schlagzeug. Ja, eigentlich so ein Rock-Funk-Trommler und ein wahnsinnig lauter Trommler auch, wahnsinnig energetischer Typ. Allein der hat mit Pharoah Sanders relativ wenig gemein, würde ich mal sagen. Und dann hat Jean-Paul Burelli gespielt und Matthew Garrison Bassgitarre. Und das sind ja auch irgendwie geile Typen. Und man dachte so, ey, das ist auf jeden Fall mal eine sehr, sehr bunt gemischte Nummer. Gehen wir da mal hin. Mhm. Und dann war einfach klar, okay, die Jungs haben nichts vorbereitet. Da gab es keine Setlist. Meiner Meinung nach gab es da keine Setlist. Oder es gab keine Songs. Weil so nach dem dritten Song war eigentlich klar, wir bewegen uns immer irgendwie auf A-Moll und es fangt immer irgendwo so zwischen 120 und 140 hin und her. Okay. Und irgendwie, ja, es ist irgendwie tight, aber es passiert einfach nur Schwachsinn. Es ist keine Musik, nichts geht. Ja. Das haben die auch selber auf der Bühne gemerkt? Ja, und ich glaube, dass die haben das stellenweise auch selber gemerkt. Noch dazu war, dass der Pharoah Sanders einfach sehr breit war. Ich weiß nicht, im was. Im Sinne von also meiner Meinung nach waren da irgendwie härtere Drogen im Spiel, ohne jemandem da jetzt was vorwerfen zu wollen, aber es gab da eine Pause, dann kam so raus und hatte er so eine Zigarrenhülse in der Hand und eine Zigarre in der Hand, die brannte und er hatte auch noch die Zigarrenhülse und das, was vorher schon nicht mehr so richtig ging, war die Zunge beim Spielen, was ja so ein bisschen schade ist, wenn man Saxophon spielt, die Zunge ist taub, da gibt es ja verschiedene Gründe, warum das so ist, oder warum das mal so sein kann, aber er hat einfach dann gemerkt, weil so Spuckefäden auch so liefen, dass er das nicht mehr so richtig im Griff hat und hat dann auch das Saxophon seltener gespielt und hat dann versucht, auf dieser Hülse von der Zigarre so reinzututen. Also da war definitiv irgendeine Art von Inspiriertheit am Start. Und das, wir waren damals junge Studenten, Musikstudenten und dachten so, das muss jetzt ein mega geiles Konzert werden. Und ich habe da in relativ kurzen Zeiten eine ziemliche desillusionierende Erfahrung gemacht, weil da einfach klar war, okay, die haben einfach nichts vorbereitet und das ist richtig nicht geil, was hier gerade passiert. Aber, und deswegen komme ich drauf,
In der Presse stand natürlich nachher, es wäre ein wahnsinnig geiles Konzert gewesen und unfassbar inspiriert und wahnsinnig kreativ. Mhm. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich fand es richtig schlecht. Und wir haben eigentlich, es war bis zu einem Punkt, wo man eigentlich nur noch lachen konnte, weil die wirklich aneinander vorbeigespielt haben, wie es nur gerade geht. Ja, da braucht man auch das nötige Beurteilungsvermögen vielleicht auch, ne? Ja, das wollte ich damit sagen. Es gibt eben ja Leute, die finden es total geil, wenn Musik einen hohen Showanteil hat und das irgendwie dann nicht so wichtig ist, ob da Fehler stattfinden. Ja. Ich will es jetzt doch gar nicht, soll ich jetzt nicht so despektierlich da klingen. Für mich war es einfach klar, okay, die machen das jetzt und es gibt Leute, die finden das gut, andere finden es nicht gut. Ja. Die haben jetzt auf der Bühne sich nicht angeschrien und gesagt, du Idiot, spielst Fehler, sondern die haben es einfach durchgezogen und haben die Fehler gemacht. Sicheres Auftreten, bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Also bei dem Konzert würde ich unsere ganze Liste hier, wäre ein Haken dabei. Fehlende Vorbereitung, nee, Nervosität und Stress nicht. Mhm. Wir haben hier noch stehen, übermäßiger Perfektionismus, das war es auch nicht. Mhm. Mangelnde Übungsstrategien waren es wahrscheinlich auch nicht. Eigentlich war es einfach nur fehlende Vorbereitung, muss ich sagen. Egal. Die Liste ist interessant, ne? Weil ich habe heute mal ein bisschen verschiedene Texte hergenommen aus dieser Welt der, wie sagt man da, Fehlerhandhabe, auch in Bezug auf Schüler-Lehrer-Situationen oder Live-Situationen, Musiker, vor allen Dingen im musikalischen Kontext. Und habe damit ChatGPT gefüttert und das wurde dann zusammengefasst. Das ist wirklich interessant, ne? Bist du eigentlich generell, wenn du jetzt, andere Frage, wenn du jetzt über ChatGPT, ne, bist du eigentlich so jemand, der sagt, ChatGPT wird uns irgendwann alle töten oder es wird irgendwann uns allen nutzen? Bist du eher so oder so? Ganz anderes Thema. Ich nutze es gar nicht. Null. Aus Prinzip? Oder weil du noch nicht dich mit beschäftigt hast? Ich habe es tatsächlich nur einmal verwendet, als ich ein Produktvideo machen wollte, da habe ich einfach mal eingegeben, Struktur eines Produktvideos, wie Beschreibung eines Produkts, bla bla bla. Ja. Und dann gab es so eine, okay, alles, was da drin stand, war mir jetzt irgendwie auch klar, aber man hat es halt dann schon da stehen in der richtigen Reihenfolge, cool. Ja, ja. Aber du nutzt es nicht irgendwie regelmäßig oder sowas? Ich nutze es überhaupt nicht, also wirklich fast gar nicht und zumindest nicht, dass ich es wüsste. Kann ja sein, dass KI an manchen Stellen schon auch in meinem Alltag stattfindet, aber ChatGPT ist so eine Sache, das ist so ein bisschen eine Informationsfrage. Da gibt es auch Leute, die wahrscheinlich sagen würden, das nimmt mir den Job weg oder ist nicht mehr von Menschen Hand gemacht. Okay, viel, viel schwieriger finde ich grundsätzlich KI in der Musik und auch die Anbieter von Dingen, die Musik generieren, weil das tatsächlich, finde ich, ein ganz, ganz großer Fehler ist, der da gerade stattfindet. Also da muss ich jetzt echt mal eine Lanze für die Leute brechen, die sich dafür einsetzen, zum Beispiel die Initiative Musik, nicht Initiative Musik, sorry, sondern die Initiative Urheberrecht, ein Verband, bei dem zum Beispiel auch ProMusik Mitglied ist, wo ganz viele Kreative auch Mitglied sind, Verbände von Kreativen, die sich dafür den Allerwertesten aufreißen, dass das gesetzlich geregelt wird, weil ich glaube, wir haben damals einige Fehler gemacht, was das Streaming angeht, da ist das Kind in den Brunnen gefallen, wir haben beim Internet, als das Internet kam, viele Dinge nicht reguliert. Ja. Ich bin kein Verfechter von Anarchie und von, ey, lass doch einfach mal, ganz egal. Im Gegenteil, ich bin Verfechter von Urheberrecht, ich bin Verfechter von Recht grundsätzlich. Ja. Man muss das Recht ab und an mal anpassen an die Gegebenheiten, ja. Mhm. Aber man kann nicht einfach sagen, hey, wir ficken das Urheberrecht, weil jetzt ist es halt so, wir haben halt KI. Ja. Das finde ich richtig schlimm. Also im Grunde ist es eine Art von Enteignung. Da werden urheberrechtliche Werke benutzt, um KI zu füttern. Mhm. Dann kommt daraus was raus, mit dem Geld generiert wird irgendwann und jetzt ja auch schon. Ja. Anbieter von Websites, die KI Kunst generieren lassen, verdienen Geld damit. Teilweise auf Basis von urheberrechtlich geschützten Werken. Das ist jetzt, wir müssen, das ist ein Riesenfass. Aber super spannend, weil, was wir gerade machen, also das ist witzigerweise, ist jetzt unser Gespräch so gelaufen, was ich gerade witzig finde, weil was jetzt passiert ist, wir sind an einem Punkt, wo wir sagen, wir lernen aus Fehlern, ne? Weil das, was wir lernen aus unserer Vergangenheit, was Spotify und Streaming betrifft, da sind ja ganz viele Fehler gemacht worden. Jetzt passieren wahrscheinlich ähnliche Fehler mit der KI. Lernen wir aus den Fehlern, die wir machen. So, ne? Wie gehen wir mit Fehlern um? Wo kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, okay,
ich mach's beim nächsten Mal besser. Das finde ich nämlich auch super spannend. Ne? Ja, aber das ist natürlich der große Unterschied jetzt bei diesen beiden Themen. Wir kommen jetzt in unserem heutigen Thema eigentlich vom kreativen Musikmachen. Das ist zwar auch ein Business, aber wenn wir über Fehler reden, da reden wir nicht darüber, dass dein Auftraggeber dir sagt, ich rufe dich nicht mehr an, weil du machst Fehler, sondern wir reden davon, dass du dich selber oder ich mich selber oder wir uns selber kritisieren für die Fehler und wir wollen das analysieren. Das andere Thema, was wir gerade hatten, KI und Streaming, das sind meiner Meinung nach grundlegende Fehler, die da stattgefunden haben. Mhm. Aber das ist natürlich, da sind Interessen dahinter von großen Companies. Ja. Da sind finanzielle Interessen dahinter. Da gibt es eine Unreguliertheit, die genutzt wird, die teilweise auch als getarnt als Innovation sozusagen. Die Leute wollen da Geld verdienen, knallhart. Ist einfach so. Ja. Und natürlich ist schön, sich Roboter entwickeln zu lassen und Computer helfen zu lassen. Und grundsätzlich bin ich auf jeden Fall auch jemand, der mit Gadgets und mit allen Neuerungen auf jeden Fall gerne mal hantiert und sich ist ja auch im Alltag bei mir definitiv angekommen. Aber das ist eine andere Art von Fehler, meiner Meinung nach. Ja. Also das eine ist auf ganz, ganz niedriger Flamme und das andere sind Major-Fehler, die Gesellschaft verändern sozusagen. Ich muss gerade dran denken, wie Gregor immer bei unserem Live-Konzert sagt, ich glaube Individualität, da ist es immer, wo er sagt, stellt euch mal vor, wir wären jetzt alle hier von der KI, ne? Und es wäre jetzt nur noch KI auf dem Konzert und alles sind Roboter und so, ne? Ja. Irgendwie, das ist unerträglich. Das, was uns hier gerade so liebenswert macht, sind unsere Fehler. Ne? Ja. Das sagt er immer und das ist irgendwie schön, finde ich, dieser Gedanke, weil eine KI eigentlich darauf trainiert wird, keine Fehler zu machen. Aber sie macht es ja trotzdem, weil sie nimmt ihre Informationen ja aus dem Schatz, der schon besteht, ne, wo auch Fehler drin sind, schon Fehler sind. Ja. Sie kopiert sie einfach nur. Aber sie weiß nicht. Ne, also wenn du, ich hatte bei ChatGPT und sie macht natürlich auch ihre eigenen Fehler, indem sie versucht, das, was sie bekommen hat, irgendwie so zu verarbeiten und zu sagen, das müsste doch jetzt so und so funktionieren, so und so klingen, so und so aussehen und so weiter. Also wenn man sich zum Beispiel das habe ich gemacht, Fotoprogramme. Ja. Es gibt doch diese Fotodinge, hast du mir mal einen Link geschickt. Da merkt man die Fehler visuell. Ja. Das finde ich am allerkrassesten, weil was da für strange Dinge bei rauskommen. Fünf Finger. Ja, so, also. Ist natürlich noch alles im Anfangsstadium, es wird alles nicht mehr so sein. Genau, bald, ne? Aber da sieht man so wirklich bildlich, sieht man da ja so ein bisschen, das sieht ja wie ein Kontergan. Kind aus, stellenweise, diese Fotos. Erstmal ganz plakativ und schlimm gesagt. Wie eine Missbildung, genau. Da fällt es einem so auf, man lacht noch so ein bisschen so drüber. Ja. Ne? Im musikalischen Bereich sind wir da schon weitaus weiter. Aber es ist ähnlich. Also es gibt ja diese neuen Apps, Sonar, Audio, egal, auf jeden Fall diese Apps, die künstliche Musik erzeugen. Ja. Da gibst du eigentlich gerne einen Soul-Klassiker, 60er Jahre, das Thema im Text soll ungefähr das und das sein und dann spuckt er dir ein Lied aus. Ja. Aber es ist wirklich noch so, wenn du das hörst, teilweise ist es beeindruckend, aber du hörst auch, okay, das klingt super unnatürlich, so an manchen Stellen. Ne? Wir sind immer noch am Anfang, ne? Aber es ist im Moment noch so, dass man eher drüber lacht noch. Ja, ne? da gebe ich dir recht. Aber ich finde trotzdem, dass, wie soll ich das jetzt sagen, diejenigen, die Musik machen, diejenigen, die Kultur machen, die Film machen, wie auch immer, ich finde, wir haben einen Auftrag, weil wir damit ja so ein bisschen auch die Konsumenten füttern letztendlich. Absolut. Das ist so ein bisschen wie wenn ich den ganzen Tag nur McDonald's-Zeug fresse, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich ein super fitter Kerl bin, sondern ich fresse Junk. Richtig. Und ich finde es total nervig, wir haben ja neulich noch drüber gesprochen, glaube ich nicht mit dir, mit Daniel Stelter habe ich drüber gesprochen, Taylor Swift live, irgendwie Grammy oder irgendwas, nicht getuned, nee, das war Lady Gaga live, nichts getuned, super raw, du hast so einen Nahbesprechungseffekt vom Mikrofon, super krass gehört, das war so richtig, es hat geklungen wie vor 20 Jahren. Mhm. Und die Amis, oder in dieser speziellen Produktion, die hatten einfach die Eier zu sagen, hey, wir machen das jetzt einfach so. Mhm. Ich kenne keine Hintergründe, vielleicht hatten die keine Zeit oder wie auch immer, aber zumindest hat sich Lady Gaga und Team darauf eingelassen, das genau so zu lassen und eben nicht nachher mit Autotune, mit Soothe, mit Isotope,
alles Fehlerkorrektur zu machen. Aber das ist ja das und was ich damit sagen will, ja. Ich finde die Leute, die Fernsehen gucken heutzutage, Musik hören und im Fernsehen Stream Musik hören, CD Musik hören, egal wo sie die Musik nicht live wahrnehmen, kriegen in 99% der Fälle eine dermaßen aufgeräumte, fehlerbeseitigte Geschichte zu hören, dass sie sich an diesen Sound gewöhnen. Klar, wir erziehen uns damit, auf jeden Fall. Genau. Wir erziehen vor allem auch das Gehirn damit. Genau. Und wenn die Sona, was du meinst gerade, ein Soul-Song, der von Sona produziert wird, hören, wo du sagst, ja, das klingt alles noch nicht so geil. Ja. Ich sage dir, es gibt 1000 Menschen, viele Menschen, bei denen sowas irgendwann ganz normal im Hintergrund läuft und sagen, ist doch geil, ist doch coole Musik. Das wird auf jeden Fall so sein, weil niemand mehr weiß, was überhaupt AI ist oder nicht. Ja. Ich hatte die Situation bei meinem Bruder. Es wird sogar so sein, dass die AI irgendwann mal Fehler einbaut, damit es sich echt anhört. Ja, genau. Das wird wahrscheinlich auch kommen. Genau. Ich hatte ein Ding mit meinem Bruder, die haben einen neuen Fernseher sich gekauft irgendwann mal, sind in ein Haus gezogen, Fernseher, riesentoller Fernseher. Und dann lief da, wir wollten tatsächlich irgendeine Musiksendung gemeinsam gucken. Und der Fernseher hing da schon seit 2 Monaten, so ungefähr. Und ich bin das erste Mal da gewesen und wir haben auf Play gedrückt oder Fernseher angemacht. Und ich so, dir ist schon klar, dass es komplett out of sync ist. Bild und Ton sind komplett verschoben. Es war so ein Digital-Ding. Ja. Und zwar, wir reden über jetzt nicht irgendwie eine Mini-Latenz, sondern das war so richtig sichtbar. Mhm. Und ich so, ey, ich gehe kaputt, ich kann das nicht gucken. Ja. Wie? Ist uns noch gar nicht aufgefallen. Weißt du? Die waren das gewöhnt. Ja, weil sie sich schon so dran gewöhnt haben. So. Das Gehirn hat schon gesagt, okay, jetzt. Ja, und das meine ich damit. Ich finde, wir sind es der Menschheit schuldig, so viel Menschlichkeit im Output, den Künstler kreieren zu haben, wie es nur gerade geht. Und ich finde wirklich, es mag sein, dass ich altmodisch bin, aber ich finde auch, dass Autotune und Melodyne in vielen Fällen schon so eine Soundveränderung geschaffen haben in der Musik und die Leute sich so sehr daran gewöhnt haben, dass ein toller Live-Sänger, eine tolle Live-Sängerin in vielen Fällen falsch klingt für Leute. Die denken, die sind gar nicht mehr in der Lage zu verstehen, dass das cool ist, dass das echt ist. Weil wir uns daran gewöhnt haben. Es ist ja, hey, es fing ja an mit der Modebranche, wo auf jedem Cover, wenn ein Model auf der Coverseite war, jede Unebenheit wurde wegretuschiert. Ne? Ja. Die Bilder sind ja überperfekt. Ja. Ne? Und was ist passiert? Wir haben unseren Blick darauf oder unser Gehirn daraufhin hin erzogen, dass wir Schönheitsideale für uns schaffen, die in Wirklichkeit eigentlich gar nicht existieren. Das ist mit der AI ja ähnlich. Es kommen immer mehr Bilder auf den Markt, mit denen wir uns füttern, die einfach nichts mit der Realität zu tun haben. Und dadurch entstehen neue, wie nennt man das, Paradigmen oder neue Regeln, die für uns gelten. Ne? Und dann ist es dann so, dass wir halt dass unser Gehirn logischerweise irgendwann mal lernt, ja, das ist normal. Das ist unser neues Normal. Alles, was davon abweicht, ist nicht normal. Und wenn eine Sängerin plötzlich nicht mehr exakt den Ton autotune-mäßig trifft, dann ist das eben nicht mehr normal und ist vielleicht auch irgendwie schlecht, weil wir sagen, genauso McDonald's oder Fast Food. Alles, was geschmacklich von der Überzuckerung oder der Geschmacks von dem Geschmacksüberfluss abweicht, das schmeckt langweilig und fad, weil die Leute daran gewöhnt sind, viel zu viel Gewürze oder viel zu viel Zucker reinzumachen. Das ist ja logisch, dass das irgendwann passiert, dass man sich an einen neuen Standard gewöhnt. Und ein gesundes Essen oder ein gesundes Getränk, wo jetzt vielleicht mal keine E-Stoffe oder Süßungsmittel drin sind, die sind für uns plötzlich so, mag ich nicht. Und das ist ja so ein Effekt und das wird wahrscheinlich auch eintreffen, wenn wir uns zudröhnen mit überperfektionierter Musik. So. Genau, also deswegen, wenn du mich fragst nach AI, KI, ChatGPT. ChatGPT ist jetzt echt nochmal ein anderes Thema. Das ist einfach nur Informationsthematik. Aber auch da wird vielleicht jemand rufen und sagen, hey, Moment, das finde ich nicht geil. Aber ja, es ist mit Vorsicht zu genießen. Aber ich meine, was ich gemacht habe, um wieder darauf zurückzukommen, ich habe natürlich das Ding gefüttert mit Texten und habe gesagt, gib mir mal anhand deiner Informationen, die ich dir jetzt gegeben oder der Informationen, die ich dir gegeben habe, gib mir mal 10 Punkte, die du rausliest. Sachen für Fehler. Und das wird dann natürlich sortiert und das finde ich hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und wir haben ja schon einige angesprochen und ein paar waren jetzt noch mangelnde Übungsstrategien. Ne? Es steht hier zum Beispiel fehlerhafte Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, wenn man vielleicht abgelenkt wird, ne? von Sachen von außen.
Ja. Na klar, logisch. Unzureichendes Handlungswissen, also fehlendes Wissen oder mangelnde Erfahrung im Umgang mit bestimmten Situationen, Techniken oder die Fehler verursachen. Automatisierungsfallen, können wir jetzt, klar, wenn wir Ableton reinmachen und der Sänger plötzlich einen Refrain doppelt so lang singen will, aber die Automatisierung sagt, nee, wir haben nur eine Strophe oder einen Chorus. Das sind Fallen, die wir uns selber stellen. Emotionale Reaktion, klar, wenn jemand zu ergriffen ist von einem Song und nicht mehr weiter singen kann, entsteht vielleicht auch ein Fehler. Komplexität der Aufgabe, also ich bin überfordert mit der Aufgabe, weil das Lied zu schnell oder zu komplex ist. Mangelnde Unterstützung und Feedback, also der Support von außen, der vielleicht dafür sorgt, dass wir irgendwie... Mhm. Na, also das sind alles wirklich super klare Gründe, wo ich sage, ja klar, ich erkenne mich da auch wieder. Ich verstehe absolut. Jedes einzelne Ding. Absolut. Und da kommst du halt auch an den Punkt zu sagen, okay, ich habe als Musiker jeden dieser Punkte schon mal selber erlebt, wahrgenommen. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so als Singer-Songwriter, als der Typ, der am Mikro steht, ne, ich bin da, die 500 Leute im Publikum, und ich bin der Typ, der jetzt singt. Und ich fange an zu singen und merke plötzlich, dass hinten an der Bar Leute lachen. Das ist zum Beispiel ein Einfluss von außen, der irgendwas mit mir macht. Nämlich, da ich ja auf der Bühne so komplett die Hose runterlasse und ich so komplett verletzbar bin eigentlich als Künstler, könnte ich jetzt das Lachen auf mich beziehen. Das kann mir die komplette Energie ziehen. Absolut. Also es ist ein extrem psychologischer, ein extrem mentaler Vorgang, ja, zu sagen, nee, ich ziehe mein Ding jetzt durch. Also das sind so Sachen, die lernt man halt. Man nennt es ja auch abgebrüht sein oder man hat die nötige Erfahrung, darüber zu stehen, dass man sagt, so nee, ich stehe jetzt bei mir, ich bin cool, ich lasse jetzt meinen inneren Dialog nicht gegen mich arbeiten und so. Ne? Das sind ja extrem mentale Prozesse, die ablaufen. Ja, total, kann ich mich total gut reinversetzen. Ich gebe dir auch vollkommen recht, das ist natürlich für denjenigen, der singt und vorne steht, nochmal anders als für einen Sideman. Absolut. Du bist verletzbarer. Du bist verletzbarer, genau. Und ehrlich gesagt, ich finde auch die Konzerte immer geil, wo diese Art von Interaktion passiert, wo derjenige, der vorne steht, das auch komplett zulässt. Ja, genau. Und einfach auch sagt, hey, stopp. Also entweder er ist angepisst, weil irgendwas ist, dass er sagt, hey, lass mal drüber quatschen, geht gar nicht irgendwie. Ja. Oder dass du merkst, er kommt raus und dann muss er mit der Situation umgehen. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Deswegen, wir reden jetzt immer bei Fehler häufig über was Negatives. Ich finde es gerade im Live-Kontext manchmal auch was extrem Spannendes. Und die Leute, das kriegt man ja auch mit, Zuschauer sind ja häufig auch total in the moment, wenn sie merken, da ist der Texthänger oder der Song muss nochmal neu angefangen werden. Es wird ja in vielen Fällen dann sehr humorvoll umschifft. Und dann ist das einfach ein One-of-a-Kind-Moment, der so stattgefunden hat. Keiner ist böse. Die Frage ist halt auch, wie du damit umgehst. Ne? Ja, genau. Das ist ein ganz, ganz großes, jeder darf Fehler machen. Am Ende ist es natürlich immer auch vielleicht eine Kunst, einen Fehler verkaufen zu können und sich selber davon nicht so runterziehen zu lassen. Ne? Das ist ein Punkt. Vor kurzem habe ich ein interessantes Zitat von Ed Sheeran gehört, der gesagt hat, from success comes nothing. Also er hat von Erfolg kam bei ihm gar nichts. Alles, was ihn dazu gebracht hat, zu dem, was er jetzt ist, kommt vom Scheitern. Finde ich total spannend, weil er sagt, ich lerne eigentlich vom Erfolg erstmal nichts. Das ist eine Begleiterscheinung. Aber woraus ich lerne, ist wirklich das Scheitern. Scheitern, je nachdem, wie man es definiert, also ich irre mich nach vorn oder ich entwickle mich aufgrund der Fehler, die ich gemacht habe oder Fehlentscheidungen oder Misserfolge, die ich hatte. Dadurch entwickle ich mich. Ja. Das heißt, die Frage ist natürlich, wie gehst du dann mit deinem Scheitern um? Siehst du es als Lerneffekt, als Herausforderung oder siehst du es als, ich bin gescheitert? Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Teil dessen, ne? Im Nachhinein, also wenn der Fehler schon passiert ist. Genau. Ja, ich meine, das ist ja, wir sind jetzt hier von einem falsch gespielten Halbton bis hin zu einer eventuellen Lebenskrise. So breit kann ein Fehler machen, im Musikmachen sein sozusagen. Ja, klar. Aber das ist ja total logisch. Cool, dass er das sagt oder dass so jemand wie er sich mit solchen Sachen auch beschäftigt. Ja. Oder wahrscheinlich ist er nur deswegen auch so erfolgreich, weil er das tut. Ja, und weil er vielleicht auch, der ist ja so ein bisschen angstbefreit, ne? Er ist ja
Das ist, also ja. ist jemand, der so ist wie er, der muss auf irgendeine Art und Weise. Der alleine mit einem Looper und einer Gitarre Konzerte spielt, ist schon auch krass. Das ist natürlich das ist Wahnsinn. Weil das kennt man ja viele, auch Leute, mit denen wir alle schon gearbeitet haben, haben große Bands um sich herum mhm. und das, ne, und wenn jemand alleine rausgeht und sowas macht, krass. Aber man muss auch sagen, es ist ein Prozess. Er hat ja nicht ja. von heute auf morgen gesagt, er erfüllt jetzt ein Stadion mit 20.000 Leuten, geht allein auf die Bühne, ja. sondern er hat einen Weg dahin. Und ja, das ja. vergessen auch viele, dass das ein Prozess natürlich irreführend sein kann, wenn man den ganzen Weg von einem Künstler nicht sieht. So, ne? Mhm. Super spannend. Ich glaube, wie lange haben wir denn jetzt schon? Wir sind fast durch, ne? Das mag sein. Ich wollte noch sagen, es gibt natürlich auch immer jetzt in deinem Fall zum Beispiel, was jetzt bei dir kommt, so eine Sache, komplett neue Show vorbereitet. Mhm. Das hast du gesagt, du hast da einige Dinge schon vorher gemacht. Also es klingt so, als wäre da eine sehr umfangreiche Vorbereitung dahinter. Trotzdem gibt es ja auch Gigs, wie du sagst, Cover-Gigs oder irgendwelche Sachen, wo man nicht so viel Zeit hat oder wo man vielleicht auch aus Kosten-Nutzen-Gründen nicht viel investieren kann mhm. oder will oder wie auch immer. Und dann gibt es für mich immer diesen Griff Mut zur Lücke. So, ne? Mhm. Das heißt, mein persönliches Ziel ist es nicht, gar keine Fehler zu spielen. Weil das Ziel werde ich nie erreichen. Das so. Wird man nie erreichen. Es wird nie gehen. So. Ja. Ich will natürlich immer möglichst keine Fehler spielen, mhm. aber ich gehe auf jeden Gig oder auf jede Produktion, wo ich so denke, okay, ich muss flexibel bleiben. Ich glaube, das ist für mich persönlich viel wichtiger, mhm. eine Flexibilität an den Tag zu legen und einfach zu gucken, wie kann ich mit meinen Fähigkeiten, die ich ja jetzt vielleicht über die Jahre irgendwie besser einschätzen kann, als ich es vielleicht noch vor oder im Studium oder so einschätzen konnte, wo man so denkt, ja, muss doch gehen, geht aber nicht, scheiße, okay, Gig mhm. total scheiße gelaufen. Ja, genau. Oder irgendwie. Aber manchmal ist es ja oder das habe ich jetzt eigentlich seit langem nicht mehr gehabt. So, ich habe immer so die Möglichkeit, mich selbst so einzuschätzen mit dem Faktor Mut zur Lücke. Ich weiß, ich kann nicht alles hundertprozentig machen, aber ich versuche es natürlich hundertprozentig. Aber wenn was schief geht, dann ist auch kein Weltuntergang, sondern dann geht es halt weiter und dann muss man es halt entweder, wenn es die Musik zulässt, umspielen. Aber vor allen Dingen, da ist jetzt irgendwie in eine Krise deswegen zu kommen, weil man solche Dinge weil man Fehler gemacht hat, das ist, glaube ich, das würde ich sagen, dass mir das wahrscheinlich selten passieren wird, weil ich versuche immer Dinge auch so vorzubereiten, dass ich immer an einem Level bin, wo ich sage, da kann ich mit erhobenem Haupte hingehen ja. und auch mit erhobenem Haupte wieder rausgehen. Genau. Und du kannst ja auch nie mehr machen, als wirklich dich so gut wie möglich vorzubereiten. Also sagen wir mal so, wenn du jetzt wirklich sagst, ich gebe alles, was ich kann, besser kann ich es nicht machen, dann ist es sowieso so, dass du die Kontrolle abgeben musst dann ja. und sagen musst, besser kann ich es jetzt nicht machen. Ja, ich kann aber bestimmte Dinge nicht annehmen. Ich kann Sachen nicht annehmen oder ich weiß zum Beispiel, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Vorbereitung da auch gar keinen Sinn macht, weil ich kenne nämlich auch die Situation, dass ich mich so gut vorbereite, dass aber im Nachhinein dann gar nicht nötig war, weil die Band das gar nicht verlangt hat, sondern zum Beispiel Sachen improvisiert werden. Ja, genau. Oder so, ne? Ja, ich hab den Song auswendig gelernt, ich kenne die Form von dem Song, aber die wird gar nicht gespielt von der Band, sondern der Song wird ungefähr interpretiert. Also nützt die Vorbereitung gar nichts. Ich muss spontan reagieren können. Ich muss die wesentlichen Elemente können und muss dann sagen können, ja, ich kann jetzt mal schnell drauf einspringen, auf das Wesentliche. Genau, so. Genau. Das gibt's ja auch, ne? Gibt's auch, genau. Also deswegen, es ist so viele verschiedene Dinge. Auch hier habe ich den Eindruck, in der heutigen Folge kratzen wir nur an der Oberfläche. Mhm. Könnte man aber mir hat das jetzt auch so selbsttherapeutisch gar nicht, wie soll ich sagen, ich habe den Eindruck, dass das die Sinne etwas mehr geschärft sind auf wieder. Mhm. Ich muss gleich wieder üben und werde versuchen, da auch noch wieder mehr drauf zu achten. Keine Zeit zu verplempern, sondern die Fehler zu finden und aus ihnen zu lernen. Aus ihnen zu lernen. Und beim Üben, also beim Üben schon die Fehler ernst zu nehmen vielleicht. Ne? Also da auch schon zu sagen und ganz arg drauf zu gucken, wie du schon am Anfang gesagt hast, warum verspiele ich mich denn überhaupt, da mal die Gründe
herauszufinden. Vielleicht spiele ich hier immer den falschen Ton, weil ich einfach die Tonleiter noch nicht gut geübt habe auf meinem Instrument oder so. Ne? Also warum gehe ich immer in die falsche Straße? Weil ich den Stadtplan einfach nicht vor mir habe. So, ne? Also ich biege einfach falsch ab. Ich muss wissen, wo ich hingehen darf und so. Und da fängt es ja schon mal an, dass man sein Instrument halt so gut kennen sollte, dass man umso besser das kennt, natürlich umso weniger Fehler eigentlich dann irgendwann spielt oder umso freier sich bewegen kann durch die ganzen Sachen. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Ding, was beim Üben, finde ich, immer wichtig ist. Kannst du ja mal beim nächsten Mal erzählen, wie viele Fehler du gemacht hast bei Tim Bensko. Ich werd die mitschreiben. Schreib die mal mit. Auf der Bühne. Ja. Oder ich werde jemand mitnehmen, der mit einem Notizbuch neben dran sitzt und die alle abhakt. Ja. Und mit dem Notenblatt durchgeht. Ja, bin ich bekannt. Der Ton. Ist ja dann auch manchmal geil, wenn man dann irgendwie vielleicht auch fehlerfrei durchgekommen ist oder so oder mit relativ wenigen Fehlern, wo man sagt, hey, das hat funktioniert, die Art der Vorbereitung hat funktioniert oder die Art des Zeitmanagements, das hat ja auch ein bisschen was immer damit zu tun, wie viel Zeit habe ich, um Dinge vorzubereiten und wie detailliert kann ich sie vorbereiten, fange ich wirklich bei Kleinem an oder manchmal eben auch so Kurzzeitgedächtnis-Thematik. Mhm. Hat man ja auch, kannst du morgen den Gig spielen? Ja, kann ich, aber 50 Songs oder 20 Songs. Ja, ich habe auch keine Zeit, ich habe nur eine Stunde Zeit, das vorzubereiten. Okay, dann muss ich auf Kurzzeitgedächtnis setzen und auf Steno Natural Number System sozusagen wie viele Notizen ich in meinem iPad habe, aus solchen Situationen, wo ich den ganzen Gig auf 2 DIN-A4-Seiten habe, runtergebrochen, weil es so schnell gehen musste. Und der Gig hat auch funktioniert. So, es ging irgendwie okay. Ich hatte mal mit Lupe hatte ich mal einen schönen Gig, das ging auch in Berlin. Da haben wir bei TV Noir gespielt. Ja. Schönes Format. Ja, geil. War damals Corona-Zeit. Das heißt, es wurde online live übertragen. Und wir hatten irgendwie, ich glaube, am Vortag hatten wir ein paar Stunden zum Proben und haben dann wirklich ein komplettes Live-Programm von ihm. Wie viele Songs waren es? Vielleicht 14 oder sowas? Oder 12? Irgendwie sowas. Vielleicht waren es auch nur 10, aber es waren auf jeden Fall so viele, dass ich ganz schön viel vorbereiten musste in kurzer Zeit und habe dann mir halt schon die wichtigsten Sachen aufgeschrieben. Also so Sachen, wo ich von mir weiß, okay, das könnte ich vergessen, das schreibe ich auf. Aber ich habe dann Sachen freigelassen. Ich habe dann zum Beispiel hingeschrieben Chorus 8 Takte, habe dann die Akkorde da nicht reingeschrieben, weil die Akkorde waren relativ klar für mich an der Stelle. Habe aber dann nur die Bridge hingeschrieben, weil ich wusste, die Bridge könnte ich vergessen. Also so Sachen. Ja, genau. Also ich weiß dann ungefähr, da weiß ich, dass es mir schwerfällt, mich zu erinnern. So, das schreibe ich mir lieber mal auf. Ja, genau. Und habe dann mit so einem Spickzettel das ganze Ding gespielt und ich war relativ, also eigentlich sehr zufrieden, weil da habe ich, ne, du kennst es ja auch, du machst ein Ding und hast dann danach geschrieben, okay, und du hast dann danach das Gefühl, okay, ich hab das jetzt gut gemacht. Das kann man ja auch mal sagen. Weil man ja so immer so selbstkritisch ist und ich bin ja auch eher auf der Seite, wo ich immer kritisch mit mir bin und immer am Rumnörgeln bin. So, aber es gibt manchmal auch so Situationen, wo ich sage, ey, das hast du eigentlich echt gut gemacht. Ich bin zufrieden. Und das spürt man auch, oder? Ja. Wenn man was gut gemacht hat. Coming from you, this means a lot. Ja. Ich gönne mir das viel mehr und ich weiß es auch viel mehr, mich mal selber zu loben. Das darf man auch mal machen. Wenn du was gut gemacht hast und dir mal selber auf die Schulter klopfen kannst, so, das darf auch mal sein. So, bevor wir zu Ende bringen, was ist denn der schlimmste Fehler, der dir jemals passiert ist auf der Bühne? Ich möchte darüber nicht reden. Doch, das will ich wissen. Ich mache immer Fehler, aber die merkt man halt oft nicht. Ja, was war denn der peinlichste oder der nervigste? Oder? Ich hab mal einen Anfang von einem Song nicht mehr gewusst, der sehr bekannt war. Ja. Also ich wusste komplett, wie der Song geht. Ich wusste nur nicht, wo ich den anfangen soll. Mhm. In welchem Bund, weil ich nicht wusste, ist das jetzt einer von den Songs, die transponiert waren? Ist der jetzt ein Halbton tiefer oder war der doch Originaltonart? Also ich wusste nicht, wo ich anfangen soll, weil mir Informationen gefehlt haben. Mhm. Und dann ist das Publikum da und wartet und der Vollmer soll anfangen, alle so, weißt du wohl nicht, wie es geht. Ne? Mhm. So, und das war ein Moment für mich, der war unangenehm. Weil ich auch nicht drüber lachen konnte in dem Moment. Sondern ich stand auf der Bühne dumm rum und habe auf meine Gitarre geklotzt und wusste nicht, was ich spielen soll. Aber das war am Ende dann so, wo ich mir denke, so, ja,
fuck it, ist halt passiert. Ja, ist halt passiert, ja klar. Also, ja. It is what it is. Und dann lachst du drüber und dann sagst du halt, hey, I'm human. Ja, ja klar, aber der Moment... Der Moment ist erstmal komisch, ja. Aber wenn man sich davon komplett fertig machen lässt, ist es natürlich doof und da kommt halt dann... Aber das ist auch wieder der Punkt, wenn man öfter mal in der Situation war, wo es drauf ankommt und man merkt, ich habe gerade keine Ahnung, wovon ich rede oder was ich spielen soll, was eigentlich nie passiert. Aber in dem Moment war es halt ein bisschen so, das Gefühl, dass man dann halt sagt so, jetzt stehen wir aber blöd da. Was machen wir jetzt aus der Situation? Und dann gibt es bestimmt irgendeinen lustigen Witz und dann kommt man da auch raus. Ja. Ist das überhaupt noch ein anderes Ding? Das ist an. Sehr gut. Genau. Ich habe voll die, das ist zum Beispiel so, ich habe richtige Panik, dass wir einen fehlerhaften Sound machen. Mittlerweile. Ich gucke auch immer auf die Kamera, ob das Ding auch an ist. Ja. Da dürfen keine Fehler passieren. Es wäre auf jeden Fall ärgerlich, wenn Fehler passieren würden. Wenn man dann müssen wir alles immer von vorn machen. Ja, das war ja ein interessantes Gespräch. Ich habe das ja alles auswendig gelernt, was wir heute hier reden. Das, ja. Ja, das wäre noch cool, da könnten wir es einfach nochmal machen. Ja, genau. Naja, in diesem Sinne, wir wünschen eine fehlerfreie Zeit oder vielleicht auch nicht bis zu unserem nächsten Podcast. Und wir wünschen euch viel Zufriedenheit und eine gute Beziehung zu eurer Fehlerkultur, Haftigkeit. Ja. Und take it easy, everybody. In diesem Sinne, bis später, Peoples. Ciao.